Hallo und willkommen zurück zu Elex und wir werden weiter mit Leuten quatschen und um auch ganz kurz auf Kommentare einzugehen bezüglich des Schwierigkeitsgrads. Für mich ist es halt mit auch Teil der, also um vielleicht für diejenigen, die es nicht gesehen hatten, von wegen der Schwierigkeitsgrad ist zu schwer und das könnte halt im Let's Play ziemlich langweilig werden. Ja, dem stimme ich soweit zu. Allerdings ist das halt meine Spielweise. Also ich spiele alles auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad und für mich macht das halt auch einen Teil des des Reizes aus, halt schwierige Situationen im Spiel irgendwie vorbeizukommen. Von daher, ja, deshalb, ich habe immer so gespielt und ich kann mich halt auch noch daran erinnern, als ich hier beispielsweise zu Elex vom Heinrich Lehnhardt, wie der in irgendeinem Podcast, wahrscheinlich ein Spielveteran gewesen sein, am Jammern war, von wegen, das Spiel ist zu schwer oder zu gemein. Und für mich ist es dann, okay, jetzt habe ich erst recht Lust auf das Spiel. Also von daher, für mich ist das einfach ein das ist gesetzt, dass ich das auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spiele. Dadurch, dass ich halt auch nicht auf nur auf Zuschauer aus bin, sondern vor allem Dingen auch Spaß am Spiel haben will, ist das halt von mir so festgegeben. Gibt's das Wort? Festgesetzt. So, wie dem auch sei. Wo es keinen Unterschied macht beim Schwierigkeitsgrad, ist wohl hier mit den ganzen Leuten, zu labern. Und dann werden wir hier mal fortsetzen. Das Gelabere. Da können wir bestimmt noch den Krog mitnehmen. Technik! Pfah. War da nicht hin. Hey, warte mal einen Augenblick. Du machst dich doch nicht mit den Dieben gemein, oder? Dieben? Pass auf, was du da von dir gibst. Nein, nein, so war das nicht gemeint. Du hast vor kurzem ein paar Klerikerwaffen aufgespürt, richtig? Du bist mir gefolgt. Das war nicht nötig, aber das ist ein anderes Thema. Diese Waffen gehören nicht in die Hände der Berserker. Ich will sie zurück zu meinen Brüdern bringen und ich würde es als persönlichen Gefallen ansehen, wenn du sie mir gibst. Wenn du ein Kleriker bist, warum trägst du dann diese Rüstung? Wenn du ein Kleriker bist, warum trägst du dann diese Rüstung? Weil es hier Leute gibt, die mich auf der Stelle exekutieren lassen würden. Darum ist es besser, wenn ich unentdeckt bleibe. Erst wenn ich hier rauskomme, kann ich mich von diesen stinkigen Fetzen befreien. So, so. Also bekomme ich die Waffen? Das kann ich nicht machen. Alles hat seinen Preis. Ich glaube, den Klerikern will ich am wenigsten zu tun haben. Alles hat seinen Preis. Na, gucken wir mal. Alles hat seinen Preis. Ich biete dir eine Menge Elixid, wenn du sie mir gibst. Du würdest das Richtige tun. Bedenke, sie gehören den Klerikern. Nein, ich bin nicht bestechlich. Nein, ich bin nicht bestechlich. Mein Appell an deine Vernunft hat wohl nicht gefruchtet. Du hast dich scheinbar schon viel zu lange unter diesen Barbaren aufgehalten. Dann tu, was du nicht lassen kannst. Was machst du in Goliath? Ich lebe mich in die Gemeinschaft ein und helfe, wo ich kann. Ich will die Wahrheit hören, nicht das, was du allen anderen erzählst. Hast du das mittlerweile nicht selbst herausgefunden? Ich war mit 4 meiner Kameraden unterwegs, um in Edan Ausschau nach Mensch und Material zu halten. Doch aufgrund der Sorglosigkeit unseres Gruppenführers haben uns ein paar Mutanten in die Ecke gedrängt. Nur ich habe den Angriff überlebt. Bin gerannt, als gäbe es keinen Morgen und habe dabei meine Waffe verloren. Goliath aufzusuchen war dann einfach naheliegend. Natürlich so, dass niemand auf meine Herkunft schließen kann.
Weißt du, wo ich brauchbare Ausrüstung bekommen kann? Bei den Händlern wirst du sicher fündig. Aber erwarte keine Almosen. Wenn du nicht die nötigen Splitter aufbringen kannst, lassen sie sich auf kein Geschäft ein. Glücklicherweise mangelt es an Arbeit nie, an Freiwilligen schon eher. Die Belohnungen sind für meinen Geschmack zwar etwas mager, aber es reicht, um nicht vom Fleisch zu fallen. Normalerweise würde ich dir jetzt sogar etwas von meinem Vorrat abgeben. Aber da du mir auch nicht entgegengekommen bist, was die Waffen angeht, wirst du auch gut darauf verzichten können. Ja. Was hältst du von den verschiedenen Gemeinschaften? Man könnte denken, die Berserker würden in der Vergangenheit leben. Aber ich denke, wenn man die Gesetze akzeptiert, hat man es gut bei ihnen. Die Outlaws hingegen sind ein gottloses Volk, das sich wie die Ratten vermehrt und das frisst, was andere wegwerfen. Wenn ich du wäre, würde ich einen Bogen um sie machen. Die Kleriker hingegen bieten dir eine Antwort auf die große Frage nach dem Warum. Du wirst bald verstehen, was ich meine. Wenn du das sagst. Und was ist mit dir? Hast du dich schon entschlossen, wem du dich anschließen wirst? Ich bin mein eigener Herr. Ich bin mein eigener Herr. Bist du das wirklich? Wenn ich mir dich so ansehe, bist du auf Hilfe angewiesen. Also machte ich besser mit einer der Gruppierungen gemein. Sonst ist dein Ende ausgemachte Sache. Wie ist dein Leben als Kleriker? Es erfüllt mich und lässt mir keinen Zweifel daran, dass wir für die richtige Sache streiten. Die wäre? Kalans Worte in alle Ecken der Welt zu tragen und neue Anhänger zu gewinnen. Auch in der Zeit des Schweigens begleitet er mich. Ich kann ihn förmlich bei mir fühlen. Ja, also wenn die Entscheidung ist zwischen Outlaws, den Berserkern und den Klerikern, dann werde ich doch wahrscheinlich eher zu denen hier tendieren. Wir sehen uns. Naja, vielleicht nochmal mit den Outlaws sprechen. Vielleicht sind die auch gar nicht so blöd. So, dem kann ich das auf jeden Fall nicht mehr abgeben. Wer treibt sich hier herum? Ich behalte dich im Auge. Boten. Ach so, und ja, mit den beiden, die hier standen, wollte ich ja auch noch reden. Keine Ahnung, wo die jetzt hin sind. Was war das? Akira? Was willst du hier? Ist da jemand? Brauchst du frische Verbände oder willst du etwas von meinem Kräutersud? Dann bist du allerdings zu früh dran. Ich muss erst neun zubereiten. Bietest du jedem deine Hilfe an? Ja, es ist einfach meine Bestimmung, anderen zu helfen. Außerdem handle ich so im Sinne unseres Gesetzes. Meine Heilkunst sehe ich als meinen Beitrag dazu an. Und er ist bitter nötig. Was ich alles gehört habe von denen, die wir aufgenommen haben. Schrecklich. Ich fürchte, die seelischen Schäden, die manch einer da draußen erlitten hat, können nicht mit einem Trank kuriert werden. Aber vielleicht mag unsere Magie das vollbringen. Schließlich ist sie es, die unser Überleben sichert. Kannst du meine Wunden heilen? Du? Du scheinst mir recht robust gebaut zu sein. Knochenbrüche hast du nicht, nur ein paar Kratzer. Ich denke, das hier wird dir auf die Beine helfen. Aha. Nicht genug, danke. Danke. Ach, das war nur eine Kleinigkeit. Je schneller du lernst, dich selbst zu verarzten, umso weniger Arbeit habe ich damit. Was hast du denn alles so gehört? Hauptsächlich Geschichten über den Krieg und die Kämpfe da draußen. Grässliche Wunden und viele Tote. Die Alps beherrschen eine unglaublich zerstörerische Art der Magie durch den Konsum des reinen Elex. Ja, sie ist sehr effektiv.
Für jemanden, der einmal in Besitz solcher Kräfte war, ist es sicherlich schwer, je wieder vom Konsum des reinen Elex runterzukommen. Hm. Du hast ja keine Ahnung. Man sagt, es sei nur eine Frage der Zeit, bis der Körper sich wieder normalisiert, wenn man den Elex-Konsum einstellt. Die Entzugserscheinungen sollen aber höllisch sein. Nur gut, dass wir unser Mana haben. Was weiß jemand wie du schon vom Elex-Entzug? Nun, wir hatten einmal einen dieser Separatisten der Alps hier zum Verhör, den ich verarzten sollte. Seine äußeren Wunden waren nicht so schlimm, aber der Elex-Entzug machte ihn völlig fertig. So wie einem das Elex die Emotionen nimmt, so kommen sie geballt zurück, wenn man das Elex absetzt. Die Folge war ein Mann, der mit all seiner Kraft gegen das Gefühlschaos in seinem Kopf ankämpfte. Was ist mit ihm passiert? Wo ist er? Er starb. Sein Wille war nicht stark genug, um sich dagegen zu wehren. Ich muss mich wieder um meine Kräuter kümmern. Okay. Hallo? So, mit dem Typen da müssen wir aber noch reden. Mit Typen von Akira reden. Keine Ahnung, wie der hieß. Aber da brauchte man Persönlichkeit für. Die hatten wir aber noch nicht. So, dann können wir da hoch. Ja, diese Häuser, die scheinen da ja auch dann zu sein. Die haben aber ja auch fette Waffen hier. Es ist jetzt nicht so, als wenn das nur Brachialtypen wären. Gucken wir mal, was sich hier hinter noch verbirgt. Aha. So viel dazu. Zerknüllter Zettel. Na gut, dann setzen wir uns mal hin und gucken mal. Achso, kann ich gar nicht ins Inventar gehen. Ein zusammengeknüllter Zettel, den ich bei einer Leiche gefunden habe. Unterhalb des Schlundes, heute Abend bei Einbruch der Dunkelheit. 200 Elixit mitbringen. Nicht vergessen, das Dim vorher zu testen. Nicht nochmal von Dick verarschen lassen. Wo geht's denn dahin? Große Beutel 50. Nett. Sieht ein bisschen sehr grob aus hier. Hier auch noch alles dazu? Ich denke nicht.
da hinten ist ein großes Vieh. Gehen wir mal lieber wieder da rein. Bisschen schade, dass es so nebelig ist. Reines Elex erhalten. Wieso hat es denn da gerade diesen Effekt gehabt? Den Soundeffekt? Wache. Drohnenkontrolle. Tagebuch? Hier liegt ein Tagebuch. Es gehört einem gewissen Kral. Hier steht jede Menge Zeug. Ich kann damit aber nichts anfangen. Hier liegt ein Tagebuch. Mhm. Es gehört einem gewissen Kral. Hier steht jede Menge Zeug. Ich kann damit aber nichts anfangen. Interpalast. Auf Terrasse. Tagebuch. Keine Ahnung. Hier hast du nichts verloren. Ja, lauf nur, lauf! Ja, ja, ja. Da wollen sie anscheinend nicht, dass man da hingeht. Na gut, dann gehen wir halt von vorne rein. Wenn das denn geht, dann sieht das okay. Hm. Toller Thron. Da gibt's nichts Neues. Darfst du das? Boah. Was machst du da? Magnesiumfackel. Gutes Messer, gute Gabel. Da geht's auf jeden Fall noch eine Ebene hoch. Aber gucken wir hier erstmal. Oh. Ist kaum was zu erkennen. Elexit. Sanftes Klopapier, kein raues Klopapier. Ratte. Was haben wir hier? Nix. Oh doch. Da haben wir einmal klettern, aber
Vielleicht war das das auch. Ich sehe jedenfalls nichts. Ja. Was ich aufnehmen ließe. Na gut. Dann gehen wir mal weiter nach oben. Das sieht doch nett aus. Zeug zum Verkaufen. So, und da ist eine Ranke an einem Fenster. Na, wenn man die nicht nutzen kann, um irgendwo hinzukommen. Klettern. Da ist auch mal wieder nix. Na, okay, da oben kommt man aber nicht mehr durch. Kommen wir aber auch einfach so hoch. Aha. Da haben sie sogar ein Teil oben drauf gestellt. Ich will nicht klettern, ich will das Ding da haben. Hures Mana. Oh, und da ist ein Schatz. Und nochmal 50. Nicht schlecht. Explosivbolzen. Es ist zu Ende. Dustin hat den Wein getrunken. Ich habe ihm damit einen Gefallen getan. Hier oben ist die Luft so frisch und rein. Ich kann nicht mehr. Mir fehlt einfach die Kraft. Mhm. Am Beutel, aber da können wir nichts mitnehmen. Okay. Dann. Na, wobei, die Ebene hier drunter müssen wir uns noch angucken.
Was ist das? Eine Handgranate. Doch auch noch was. Ja, das war hier aber schon ganz ordentlich was zum Erkunden. Ich denke, damit sind wir auch so gut wie durch. Vielleicht ist hier noch irgendwo was Kleines, was ich jetzt nicht gesehen habe, aber ich denke, das passt dann so schon. Ich könnte da noch gerade hoch. Oh, und da haben wir noch eine Öllampe. Da unten liegt auch noch was. Na, da waren wir ja schon. Genau, nach da draußen müssten wir noch. Ich glaube, hier war ich schon, oder? Ah ja, so. Sind wir jetzt wieder bei den... bei den Typis. Ah ja, jetzt sehe ich auch zum ersten Mal dieses Ding da. Metallschrott. Ich glaube, damit haben wir hier auch alles. Tja, was befindet sich denn da unten bei dem... Ah, okay. Werbeflyer. Spiel mit deinem Tech-Zeug woanders herum. Genießen Sie unser spezielles Mitarbeiterprogramm. Uns liegt Ihre Gesundheit am Herzen und daher werden unsere Mitarbeiter für besondere Leistungen entlohnt. Infinite Skies für eine bessere Zukunft. Es ist zu Ende. Dustin hat den Wein getrunken. Ich habe ihm damit einen Gefallen getan. Hier oben ist die Luft so frisch und rein. Ich kann nicht mehr. Mir fehlt einfach die Kraft. Wache. Das hier scheint jetzt der Haupteingang zu sein. Ah, es ist eine Werkbank. Hier kannst du besondere Steine einsetzen und mit der entsprechenden Fähigkeit und dem richtigen Rezept Waffen modifizieren, Tränke brauchen, brauchen oder Schmuck herstellen. Na, das sind die Fehler. Adjutor Dux der Dritte. Oder drei. Eine kybernetische Technologie, die unter die Haut des Unterarms implantiert wird, wird zur Datenspeicherung und Steuerung von Maschinen verwendet.
Den kann ich bauen. Nee. Oder doch? Wo steht denn, was das braucht? Anfertigen. Ah. Modifizieren. Ausschlachten. Ergibt nix. Elexit 250. Oha. Pures Mana, zwei Knochen. Zweiundzwanzig. Wie viel macht das Ding aktuell? 22, was bringt denn das dann? Ach so, Schaden 57. Mhm. Waffen aufrüsten braucht man vorher noch und halt, ja, Werte dafür. Die haben wir nicht. Mhm. Das ist anscheinend free. Mana. Na dann. Wenn wir das dürfen, dann machen wir das auch. Das war wohl nichts. Das war wohl nichts. Na. Einfach. Ich weiß aber noch nicht, ob ich das ganz kapiert habe. Wir haben aber zwei Dietriche da drin. Na gut, dann. Spiel mit deinem Tech-Zeug woanders herum. Gehen wir hier wohl wieder raus. Und gucken uns die anderen Häuser noch an. Duras. Dem hat man aber doch auch schon geredet. Wie sieht's aus, Flüchtling? Du findest dich offensichtlich schon gut zurecht. Brauchst du meine Hilfe? Ach, das war der vom Anfang. Ich bin mir noch nicht sicher. Wir können voneinander profitieren. Ich habe einen ziemlich miesen Auftrag von Warlord Ragnar erhalten. Ein Mord ist hier geschehen und mir hat Ragnar aufgebrummt, den Mörder zu finden. Und du willst, dass ich dir bei deiner Mördersuche helfe? Eine Hand wäscht die andere. Mhm. Wer wurde ermordet?
Sein Name war Askor. Er war ein Berserker. 3 Monate lang wurde er vermisst, bis Warlord Ragnar ihn im tiefen Wald vor Goliath fand. Vor etwa einer Woche war Ragnar auf einem seiner Kontrollgänge. Da sah er Askors Leiche, niedergestreckt mit einem Schwert. Kein schöner Anblick. Warum willst du unbedingt meine Hilfe? Du bist für sie ein Fremder. Dir werden sie zuhören. Was ist das denn für eine Logik? Dem Goliath traut im Moment niemand dem anderen. Darum fürchte ich, werden sie erst gar nicht mit mir reden. Du bist jemand von draußen. Ein neutraler Beobachter, wenn man so will. Dir werden sie die Wahrheit sagen. Ist das der Grund, warum du mir bei der Observierungsstation in den Bergen geholfen hast? Weil du ohne mich diesen Fall nie gelöst bekommst. Kann schon sein. Hast du schon einen Verdacht? Warlord Ragnar vermutet, dass es einer aus Goliath war. Und wenn das so ist, dann muss es jemand sein, der sich außerhalb der Stadt gut auskennt. Für Ragnar kommen da nur 5 Kandidaten in Frage. Er schrieb sie mir auf eine Liste. Keine Ahnung, warum gerade diese 5. Ragnar wird seine Gründe dafür haben. Er schrieb sie mir auf eine Liste, ja. Wie steht es um deine Kampfkraft? Ich bin bereit. Ich finde den Mörder. Das hört sich sehr zuversichtlich an. Dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Pass auf, wir machen das so. Du wirst mit den Verdächtigen sprechen. Ich halte mich im Hintergrund. Zahn um Zahn. Du kommst nicht mit? Ich kann hier gerade nicht weg. Die erste Befragung wirst du alleine machen müssen. Aber dann gehört mein Schwert ganz dir. Wer sind die Verdächtigen? Der erste auf der Liste ist Barin. Ein ziemlich fauler Drückeberger. Solange ihn keiner treibt, verbringt er seine Zeit am liebsten mit Faulenzen im Wald. Der zweite ist Torgal, ein Bär von einem Mann. Er hält sich meist im Land Abessa auf. Geron hat sich erst kürzlich von uns abgewendet und macht sein eigenes Ding draußen im Wald. Sehr verdächtig, wenn du mich fragst. Zuletzt sind dann auch Irdor und Rock. Der eine ein Neuzugang, der andere noch nicht ganz trocken hinter den Ohren. Sie sind allesamt immer viel unterwegs. Es wird nicht leicht, sie zu finden. Wie sieht deine Strategie aus? Nun, zuerst müsste man sie fragen, wo sie zur Tatzeit waren. Und dann... keine Ahnung. Ich lass mir was einfallen. Da habe ich keinen Zweifel. Sehr schön. Okay. Moment, da muss ich mir mal gerade noch Notizen machen. So. Das ja, kriegen wir nur angezeigt, dass er normal ist. Ich bin bereit. Ja. Ich bin bereit oder auch nicht. Okay. Hallo. Sieht auch so aus, als wenn hier ein Händler wäre. Theoretisch. Heile. Na gut. Hör auf damit. Auf damit. Wen haben wir hier? Wache. Cormac. Ah, ein Fremder. Ich hoffe, du wirst hier gut behandelt. Ich weiß, dass die Leute hier gerne über Fremde tratschen. Auch wenn wir es nicht tun sollten. Wir sind alle im Krieg mit den Alps. Wir freien Menschen sollten zusammenhalten und uns nicht an jeder Ecke misstrauen. Was erzählt man sich über mich? Ich habe keine Ahnung.
Ich höre bei dem Getratsche hier nicht besonders genau hin. Ich mache mir lieber mein eigenes Bild. Die meisten Bewohner Goliaths stehen allem Fremden misstrauisch gegenüber. Das wundert einen auch nicht bei dem, was außerhalb Goliaths auf einen wartet. Aber du bist nicht der Erste. Die meisten Fremden werden hier kritisch beäugt. Das ergeht jedem so, der unser Tor durchschritten hat. Ich bin alt genug, um Geschwätz und Wahrheit auseinanderhalten zu können. Nur kriegt das mal in die Schädel dieser Sturköpfe hinein. Da hilft es auch nicht, sie auf unser Gesetz hinzuweisen. Du scheinst kein Niemand zu sein. Das will ich meinen. Ich bin der Warlord des Hammerclans. Und als solcher der Schrecken unserer Feinde. Es gibt nichts auf der Welt, das ich mit unserer Magie messen kann. Wir tragen das Mana in uns. Unsere Körper sind ein unerschöpflicher Quell der Macht. Unsere Magie ist stärker als alles, was es auf dieser Welt gibt. Selbst die Energiewaffen der Kleriker können es nicht mit unseren Kämpfern aufnehmen. Wie stehst du zu dem Gesetz? Wir vom Hammerclan sehen es als notwendiges Übel an. Aber es geht uns in vielen Punkten zu weit. Darum sehen wir auch über manche Verstöße großzügig hinweg. Wieso geht euch das Gesetz so weit? Unser Mana macht uns stark und unsere Magie zu gefürchteten Kämpfern. Stell dir vor, wir Berserker würden die Kraft des Manas mit den Energiewaffen der Kleriker oder den Sprengstoffen der Outlaws erweitern. Ein Berserker mit der Kraft der Mana-Magie im Rücken und einem magisch verstärktem Raketenwerfer auf der Schulter. Was könnte so jemanden aufhalten? Aber wir haben die Gesetze nicht ohne Grund. Also werden selbst wir vom Hammerclan nichts in diese Richtung unternehmen, solange die Gesetze in dieser Form existieren. Es wird eine Zeit kommen, da werden wir die alten Gesetze erneuern müssen, um zu überleben. Aber letzten Endes zählt nur, dass wir alle an einem Strang ziehen. Okay, bringt mir etwas bei, der kann also auch hier trainieren, wahrscheinlich Nahkampf. Gibt es Probleme zwischen grundsätzlich? Natürlich. Aber wir Warlords sind uns bewusst, dass wir als Berserker zusammenhalten müssen. Ansonsten bricht unsere Gemeinschaft auseinander. Trotzdem gibt es Leute, die das nicht verstehen. Welche Leute? Ach, alle möglichen. Nicht nur unsere eigenen Clanmitglieder. Es gibt häufig Auseinandersetzungen zwischen den Clans, gegen die wir Warlords nichts ausrichten können. Sobald wir uns einmischen, geloben alle Beteiligten Besserung und danach läuft alles so weiter wie vorher. Manchmal komme ich mir vor, als würde ich einen Haufen Kinder beaufsichtigen. Kinder mit scharfen Messern. Mir gegenüber verhalten sie sich wahrscheinlich anders. Da könntest du recht haben. Du könntest mir mal den Gefallen tun und mit Eldor reden. Er hat seine Hütte unten bei den Setzern und macht ständig Stunk gegen den Eisenclan. Vielleicht könntest du dich mal seiner annehmen. Er soll aufhören, einen Keil zwischen uns zu treiben. Clanstreit. So, aber du kannst mir auch sicher was beibringen. Bring mir etwas bei. Ja. Yeah. Fernkampfwaffen. Ja, das sollte ich auch auf jeden Fall nehmen. Jo. Das nächste wäre bei 55, 35. Jo. Verboten, verboten, verboten. Heilerin. Ein ominöser Zettel. Suchst du hier? Oh, verboten. Hat dich jemand eingeladen? Dreier. Führst du was im Schilde? So, das wären die drei Häuser hier oben gewesen. Lass den Unfug. Okay. Dann hätten wir... Da weiß ich jetzt gar nicht, ob ich bei denen schon war.
Ich denke dann schon. Dieser Technikram. Gut, dann. Eldur. Gehen wir mal da noch weiter zu diesem Schrein-Dingsbums. Drin. Sei vorsichtig beim Mana-Schrein. Es gibt schon so genug Verzögerungen bei der Elex-Umwandlung. Das Letzte, was ich jetzt gebrauchen kann, ist, dass jemand dort hineinfällt und die Mana-Produktion aufhält. Also nimm den Rat eines Heilers an und pass auf, was du hier anstellst. Was genau ist ein Heiler? Du hast Glück, dass hier gerade wenig los ist, sonst hätte ich keine Zeit, dir deine Fragen zu beantworten. Man nennt uns Heiler, da wir die Welt heilen. Wir heilen sie von der Verseuchung des Elex. Wir überwachen die Elex-Umwandlung hier am Mana-Schrein und verarbeiten das Elex zu Mana. Und da dieser Vorgang sehr komplex ist, ist er auch sehr empfindlich. Mhm. Danke für die Warnung, ich werde aufpassen. Jemand mit Verständnis, das ist gut. Sei einfach vorsichtig. Ich habe als oberster Heiler schon genug Sorgen. Das Überwachen der Elex-Umwandlung hier am Mana-Schrein birgt einige Gefahren. Also wäre es schön, wenn du mir nicht allzu sehr in die Quere... Moment mal, ich spüre da etwas. Was bist du? Deine Präsenz, sie verzerrt das Mana-Feld. Es ist fast so, als wärst du... Nein, aber so siehst du gar nicht aus. Ich bin ein Alp. Ich bin ein Alp. Ah, das erklärt natürlich deine untypische Halt! Du bist ein Alp. Aber das... Eigentlich müsste ich dich hier und jetzt an Ragnar übergeben und köpfen lassen. Und doch irgendetwas ist anders bei dir. Du scheinst nicht mehr gänzlich ein Alp zu sein. Deine Präsenz ist äußerst konfus. Ich werde dich vorerst nicht verraten, weil offenbar mehr Menschlichkeit in dir steckt, als es für einen Alp typisch ist. Auch wenn ich dich für den Moment gewähren lasse, sei dir sicher, dass ich dich im Auge behalte. Ein Anzeichen von dir, dass du uns doch feindlich gesonnen bist, und dir wird es schlecht ergehen. Mhm. Zeig mir deine Waren. Ich werde das gleich mal andersrum machen. Zeig mir deine Ware. Sicher. Sicher. Amulett. Aha. Ah. Goldbrocken, pures Mana. Mhm. So, dann laden wir nochmal. Sei vorsichtig beim Mana-Sch. Es gibt da. Du hast. Und da die. Danke für. Jemand mit Verständnis. Sei einfach. Das überwacht. Also. Moment. Was bist du? Deine. Es ist fast. Wovon redest du? Wovon redest du? Ich kann nicht genau mit dem Finger darauf zeigen. Naja, vielleicht täusche ich mich auch. Die Kunst, das Mana-Feld richtig zu deuten, ist keine sehr genaue Kunst. Was führt dich zu mir? Ja, ist wahrscheinlich die gesündere Wahl. Was genau ist deine Aufgabe? Wie ich bereits erklärt habe, als der oberste Heiler hier in Goliath sorge ich dafür,
dass der Mana-Schrein ausreichend mit Elex versorgt wird. Das Mana, das hier erzeugt wird, ist die Quelle unserer Kraft und allen Lebens hier in Edan. Wir sind die Heiler der Welt. Ohne unser Mana wäre ganz Edan nichts weiter als Wüste. Die Werker bringen das Elex zu uns und wir transformieren es am Mana-Schrein, um dann mit Hilfe des Manas Magie wirken zu können. Und wenn sich alle an diesen Prozess halten würden, gäbe es auch keine Probleme. Wie genau schafft ihr es, mit Hilfe von umgewandeltem Elex zu zaubern? Nur der Pilger selbst weiß um die Kraft des Manas. Wir benutzen es nur, aber niemand hier weiß wirklich, wie es funktioniert. Mana einzunehmen öffnet deinen Geist. Es befreit eine Kraft in dir, von der du nicht einmal geahnt hast, dass sie da war. Wieso werdet ihr von dem Mana nicht so verändert wie die Alps von Elex? Immerhin forschen wir schon seit über 50 Jahren an unserem Mana. Außerdem ist es ja nicht so, als würde das Einnehmen von Mana uns nicht verändern. Nur eben anders, als es bei den Alps der Fall ist. Wenn du einen Berserker zaubern siehst, dann achte mal auf seinen Arm. Auch wir mutieren. Aber im Gegensatz zu den Alps tun wir das kontrolliert. Mhm. Du spürst das Mana? Allerdings. Ich arbeite schon sehr lange hier am Mana-Schrein, so dass ich inzwischen spüre, wenn das Mana durch die Präsenz von Elex verunreinigt wird. Ich spüre es, wenn zum Beispiel jemand mit einem Meteorsplitter voller Elex am Mana-Schrein entlang geht. Die Präsenz von Elex zu spüren, fällt mir leichter, wenn viel Mana um mich herum ist. Dann wird das Feld eindeutiger verzerrt. Es gibt Probleme bei der Elex-Umwandlung? Ja, es verschwinden leider immer mal wieder Elex-Pakete. Diese Elex-Pakete sind eigentlich zur Umwandlung am Mana-Schrein in Mana gedacht. Letzte Woche sind schon wieder 5 Pakete verschwunden. Und zusammen mit dem Elex auch eine unserer Wachen. Sein Name ist Kral. Hat Kral das Elex gestohlen? Ich vermute, dass Kral der Dieb ist. Aber sicher bin ich mir nicht. Ich kann hier nicht weg. Ich bräuchte eigentlich jemanden, der nach ihm sucht. Na, aber hallo. Ich werde den Elex-Dieb Kral für dich finden. Wirklich? Nun, das wäre großartig. Vielleicht solltest du noch wissen, wo er sich häufig aufgehalten hat. Als Wache vom Clan der Nebelkrähen hatte er freien Zutritt zu allen Bereichen hier in Goliath. Ich weiß zufällig, dass er sich häufig auf den Balkonen oben im Haupthaus herumgetrieben hat. Er hat mir mal erzählt, dass er öfter die Aussicht da oben genießt. Vielleicht findest du dort ja etwas. Ah ja, das Tagebuch. Was macht ihr mit dem Mana? Unser Mana ist alles. Es ist das Leben selbst. Durch Mana sind wir in der Lage, mächtige Magie zu wirken. Kein anderer Mensch auf Magalan kann sich mit uns messen. Wenn man uns nicht kennt, mag man denken, dass wir schwach sind, vielleicht sogar zurückgeblieben, aber da liegen sie falsch. Durch das Mana können wir stärker und mächtiger werden als jede Maschine, die Alps uns entgegensetzen. Aber es macht uns nicht nur stark, es bringt auch die Welt zum Erblühen. Sieh dich um. All das ist das Werk unserer Weltenherzen. Weltenherzen? Weltenherzen? Du bist wissbegierig. Das ist gut. Unsere Weltenherzen sind Pflanzen, die mit Mana angereichert sind. Sie allein schaffen es, zerstörtes Land wieder zum Erblühen zu bringen. Ganz Edan ist somit das Ergebnis harter Arbeit. Aha, gib mir Mana voran, ist Elex. Zeig mir deine Waren. Zeig mir deine Ware. Sicher. Ja. Ures Mana. Kannst du Herstellung von Mana-Tränken verwendet, wenn sie direkt konsumiert werden? Nee. Okay.
Wie soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? Genau. Laufen wir hier nochmal gerade rein. Lass mal da baden gehen. Du verschwindest. Verschwinde bloß von hier. Das ist aber auch nicht so ungesund. Gut. Wie soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? Kampflehrer, Handwerkslehrer, Persönlichkeitslehrer. Wir haben ja hier immer noch Gebäude und dann werden wir beim nächsten Mal hier diese, das ist glaube ich außen. Ne, das müsste noch drinnen, auch in einem Gebiet sein. Und das Handbuch, dieses Tagebuch müssten wir da noch holen. Und ansonsten, ja, gucken wir die ganzen Gebäude hier beim nächsten Mal noch an und dann sollten wir hier auch durch sein, aber ja, wie gesagt, das ist halt hier immer so laber, laber, laber. Wenn man einmal in so einen Hub reinkommt, dann kommt man da erstmal nicht wieder raus. Ist immer ein bisschen blöd. Gut, ja. Dann werden wir beim nächsten Mal entsprechend die letzten Häuser hier noch erkunden, bevor wir dann in die große, weite Welt ziehen. Also, bis denne!